So, wo sind die Steine? Da. Lol, hier ist einfach auch noch so eine Reihe. Eine Reihe Reihe was? Dings. Warum steht hier noch Sand? Ja, hier Wo so. denn? Ach so, die habe ich, damit ich da rauskomme. Egal, kannst du Ja, jetzt wegmachen. brauchst du die ja nicht mehr, oder? Nee, jetzt zwangsläufig nicht, aber die war halt für mich so als Notreserve zum Rauskommen, aber ist eigentlich egal. Nee, hier können wir die ja noch stehen lassen. Oh, Schaufel kaputt. So. Hier müssen auf jeden Fall auch noch Steine hin, aber das machst du schon. Mach das am besten jetzt direkt mit Sand voll. Weil der Sand runterfällt bis zum Grund. Weißt du, was ich meine? Was? Guck mal. Mach das hier, ich gebe dir jetzt Sand, ich habe mega viel Sand. Wenn du jetzt hier zum Beispiel Sand gegensetzt, ne? Dann fällt der direkt durch bis zum Grund und macht das komplett Ach voll. so. Hier. Deswegen habe ich das die ganze Zeit mit Sand gemacht. Ist mega praktisch für, um so Wasserbehälter zu machen. Oh cool, noch mehr Leben. Das ist geil. Ja, mit Gravel hätten wir das auch machen können. Ja, genau. Gravel fällt auch runter. Gravel hatten wir ja nicht so viel und da ist noch nicht so häufig. Also guck mal, wie viel Sand hier drin war. Kannst du halt ziemlich schnell die ganzen Löcher zumachen. Am Anfang ist es immer am besten von Schicht zu Schicht zu arbeiten und dann nachher, wenn du Sand hast, wenn du Sand von unten rausgeholt hast, kannst du dann mit dem Sand weitermachen. Boah, geil, Alter, wie viel Leben hier einfach drin ist. Hier fehlt die Wand.
Nein! Nicht ertrinken. So. Hier ist ja auch noch Wasser. Oh, naja, da war gerade noch unten noch ein Loch im in der Wand, deswegen ist da Wasser reingekommen. Ich habe das jetzt mal mit Sand zugemacht, ne? Alles klar. Ich habe nur noch 5 Sand, by the way. Ich habe noch ein bisschen was. Aber ich habe keinen Stein mehr gleich. Ich habe noch... Ne, ich habe nur 4 Gravel. Du kannst auch ruhig mit der Erde weitermachen, weißt du? Unten so. Außen, meinst du? Unten außen? Ja, einfach oben drauf, die oberste Schicht wieder. Ach, hier meinst du? Nee, was meinst du? Wenn du keinen Sand mehr hast zum Runterfallen. Ja, aber ist ja blöd. Nee, dann machen wir Stopp, was doch direkt mit Sand. Dann brauchen wir nicht so viel rausheben, weißt du? Ja, rausheben müssen wir so oder so. Ja, dann bauen wir es aber am Ende nur ab und müssen das nicht stufenweise abbauen, weißt du, was ich meine? Ja, aber das Ding ist, das ist von der Zeit her genau identisch. Nee, ist nicht, weil... Nein, natürlich. Weil Sand sammelst du, den Sand sammelst du jetzt auch automatisch wieder mit auf. Ja, mach ich auch mit der Erde auf. Ja, aber mit dem Sand können wir halt direkt durchfallen lassen. Das geht halt mit dem Befüllen des Dings schneller, weißt du, was ich meine? Ja, das Grundstück zu befüllen geht schneller. Ja, wir sind sowieso fast durch. Ich meine, ist ja nicht mehr viel. Bis zu der Höhe hier. Und dann müssen wir Gib mir mal den ganzen Sand. Ich hab da schon den oben hingeworfen. Wie viel das einfach ist, das ist so krass. Oh. Jetzt habe ich keinen Sand mehr. Wir müssen eh zurück. Wie krass das aussieht, Alter. Ja. Ist heftig, ne? Ja, so macht man ein Loch in einen See. Ohne dass das Wasser nachfließt. Ist halt voll aufwendig. Ich hab einen Clay. Clay. Was? Hab ich gefunden. 3 Stück. Was ist denn Clay? Clay? Nee, hier. Jetzt mal auf, ich tue es mal in die Truhe. Kannst du dir selber angucken. Cool, kann ich übersetzen, weil ich jetzt auf Deutsch. Unten rechts, bei den Diamanten, das Ding. 3 Stück. Clay. Achso. Ja. Guck mal, der hier, Alter, der hat einfach eine Rüstung an. Der Zombie hat eine Rüstung an. Achso, ja, die kannst du aber nicht aufnehmen, wenn die verliert. Der droppt die nicht. Ach, scheiß Zombies, die gehen mir sowieso immer auf den Sack. Ja, ich kill die, dann krieg ich Level ab. Ich bin schon 80. Ach. Ich bin auf Level 5. Achso, wolltest du Sand haben, ne? Ah. Mehr hast du nicht? Nee, Gott nicht.
Soll ich irgendwo nochmal Sand abbauen gehen oder so? Nö, dann kommt ja so hier fast nirgendwo vor. Na, da hinten noch höchstens, aber. Ah, gut, dann mache ich das jetzt hier mit wieder. Mit dem Sand. Den braunen Sand. Ich fülle das einfach so, manuell, weißt du? Hier kann ich es nicht, weil. Wir machen einfach Schicht für Schicht, ist genau das gleiche. Wir müssen halt. Dann machst du es halt nicht senkrecht, sondern waagerecht, weißt du? Abgebaut werden muss es so oder so. Okay, hier drunter haben wir aber auch noch eine ganze Ecke zu tun, ne? Mhm. Ja, das Gute ist halt, dass wir den Sand wieder verwenden können, den wir hier wieder rausholen. Lebst schon noch? Hat sich nicht so gesund angehört. Wir bauen ja vor die Emporen, siehst du das? Wir haben schon wieder zwei verschiedene Stufen mit Wasser. Was machen wir? Guck mal, wir haben jetzt schon wieder zwei verschiedene Stufen mit Wasser hier, siehst du das? Das sieht ziemlich lustig aus. Ja, weil wir dadurch halt schneller arbeiten, ne? Ja.